Manchmal kann man das Geschehen an den Märkten anhand von Personen erzählen und das ist heute, wie ich meine, mustergültig fast schon der Fall. Drei Personen standen heute im Vordergrund. Das ist einerseits Putin, das ist auf der anderen Seite der großartige Elon Musk und das ist drittens dann die noch viel großartigere Christine Lagarde und ihr Problemchen mit der Inflation. Warum so vieles an der Inflation hängt, das will ich in diesem Video mal zeigen, aber zunächst mal das Geschehen anhand dieser drei Personen ein bisschen aufschlüsseln. Fangen wir mal mit Putin an. Der hat heute interessante Sachen gesagt. Er sagt, es gibt Schwierigkeiten bei der Bezahlung für Öl und Gas. Aha, was meint er damit? Sagt er weiter, wir müssen die Energieversorgung des heimischen Marktes sicherstellen und müssen unsere Energieexporte nach Osten verlagern. Und dann sagt er weiter, dafür müssen wir die Infrastruktur bauen. Das heißt nichts anderes, als dass diese Infrastruktur eben noch nicht da ist und dass Putin derzeit noch nicht die Alternative hat, die er gerne hätte für die Exporte seiner Energie in den Westen. Dementsprechend sind nicht nur wir hier im Westen, in Europa vor allem, sehr abhängig von Putin, sondern er eben auch von uns, zumindest was die Einnahmeseite betrifft. Und dann hat er gesagt, ja, wir sollten auch zum Beispiel nach Afrika oder Lateinamerika exportieren. Ja, das ist ein weiter Weg bis dahin. Und dann sagte er noch einen Satz, den ich auch sehr interessant finde. Er sagte, wir müssen unsere Importe für das Equipment für die Öl- und Gasförderung substituieren. Mit anderen Worten, die Russen haben zwar die Rohstoffe, aber sie haben tendenziell nicht die Technik, diese Rohstoffe zu fördern, respektive die Maschinen, die stellen sie nicht her. Sie sind eigentlich nur in einem Bereich wirklich Weltspitze oder in zwei Bereichen, das sind Hacker auf der einen Seite und das ist Atomtechnik auf der anderen Seite. Da sind sie allererste Sahne, vielleicht noch Raumfahrt kann man dazu nehmen, was das Technische betrifft, aber diese ganzen Geschichten in Sachen Maschinenbau, etwa auch für Landwirtschaft oder eben jetzt für die Rohstoffförderung, da sind sie doch eher hinten dran und das ganze Zeug kommt jetzt nicht mehr. Dementsprechend haben die Russen da vielleicht schon ein gewisses Thema. Dann sagte er weiter, dass oder interessant auch, dass er heute nicht davon gesprochen hat, dass möglicherweise er den Westen die Energie abknapsen wird. Aber er sagt, wir haben Issues with payments for Russian export energy supplies as banks from the unfriendly states delay money transfers. Die zahlen also nicht oder verzögern das Ganze oder wahrscheinlich meint er damit, sie wollen nicht in Rubel zahlen, aber auf der anderen Seite hat Putin dem österreichischen Kanzler kürzlich ja gesagt, ja, du kannst weiter in Euro bezahlen, weil es wird ja dann in Rubel transferiert. Was meint er damit genau? Vielleicht habe ich das nicht verstanden, das liegt an meiner begrenzten Intelligenz, ne? Aber der Wladimir, der wird schon wissen, was er meint. Jetzt kommen wir zu der zweiten richtig genialen Gestalt und das ist natürlich Elon Musk, der kürzlich ja knapp 10% von Twitter an Twitter-Anteilen erworben hatte und heute mit einer Bombe rausplatzte, nämlich er will das komplette Social-Media-Unternehmen kaufen und die Twitter-Aktie nach oben, Tesla-Aktie erstmal nach unten. Zunächst mal die Twitter-Aktie nach oben, aber das hat dann gar nicht so wirklich gehalten. Jetzt ist die Überlegung, was will der Elon Musk eigentlich damit? Er hat ja gesagt, ja, erst hat er auf Twitter eine Abstimmung gemacht, wo er sagte, ja, soll ich eine eigene Social-Media-Plattform gründen oder wie sollen wir es machen? Dann haben seine Follower gesagt, ja, mach das mit überwältigender Mehrheit, um dann wenig später Anteile an Twitter zu kaufen. Also irgendwie so richtig konsistent ist das nicht. Aber der Elon Musk ist ja ein großartiger Pusher von Kursen. Erinnern wir uns Dogecoin, erinnern wir uns an die Tesla-Aktie, die da mit allerlautesten Mitteln nach oben gepusht wurde. Und hier vermutet einer unserer Leser, der diesen Kommentar geschrieben hat, erst kauft Musk Twitter-Anteile, dann erzählt er das. Das heißt, er kauft erstmal diesen 9%igen Anteil und sagt, hurra, ich habe 9% gekauft, die Aktie steigt natürlich von Twitter, was sozusagen sein Vermögen mehrt, 30% hat die Aktie dazu gewonnen damals. Jetzt sagt er, okay, ich will 100% kaufen und weiß ohnehin schon, dass das wahrscheinlich gar nicht klappt.
Weil, und das ist das Interessante an diesem Kaufangebot, Elon Musk hat gleichzeitig gedroht, ja, erstens ist das der höchste Preis, den ich bezahlen werde, da lasse ich nicht mit mir verhandeln. Und zweitens, wenn ihr das nicht annehmt, dann kann es sehr gut sein, dass ich meine fast 10% der Anteile dann wieder sofort verkaufe. Also er setzt das Management sofort unter Druck, praktisch die Pistole auf die Brust. So ein Übernahmeangebot habe ich noch nie gesehen, wo gedroht wird, ja, also das ist der Höchstpreis, den ich zahle. Und wenn ihr nicht einverstanden seid, dann verkaufe ich meine bisherigen Anteile. Das ist einmalig in einer Übernahmegeschichte, soweit ich es sehe. Wahrscheinlich wird er sowieso verkaufen, weil er weiß, dass das Twitter-Board dem nicht zustimmen will, weil das Twitter-Board davon ausgeht, dass der Preis zu gering ist. Also hat er alleine durch diese Ankündigung schon wieder die Twitter-Aktie nach oben getrieben. Das Ganze bringt ihm viele Millionen Dollar Gewinn und kaschiert ein bisschen, dass seine Fabrik in Shanghai ja geschlossen ist wegen der dortigen Lockdown. Und das Ganze natürlich ist ein Muster, das wir schon ähnlich gesehen haben bei der völlig überteuerten Tesla-Aktie. Jetzt werden die ganzen Tesla-Fans wieder sagen, ja, aber Vogtmann, du hast doch keine Ahnung, in 85 Jahren hat er die und die Technologie, gell, bisher verkaufte Autos und sonst nicht wahnsinnig viel, gell, wenn wir mal ehrlich sind. Aber gut, die Zukunft gehört ihm natürlich, gar keine Frage. Und ja, er ist eine interessante, eine visionäre Figur. Und wir könnten in Deutschland froh sein, wenn wir mehr visionäre Figuren als Beamtenseelen hätten. All das ist völlig richtig, aber der Mann bewegt sich jenseits der Legalität, nach meiner Auffassung. Und das scheint jetzt so langsam anderen auch zu dämmern. So hat jetzt das Justizministerium, so ist es hier durchgedrungen, in mehreren Angelegenheiten in der Tesla-Aktie jetzt Ermittlungen gegen Elon Musk aufgenommen. Elon Musk hat die Aktie nach oben gepusht, so wie er es mit Dogecoin gemacht hat und ist immer davon gekommen bisher. Ich habe immer daran gezweifelt, dass der Justizapparat ihn nicht irgendwann zu fassen kriegt, denn das ist Kursmanipulation, was der gute Mann macht. Und irgendwann wird ihn das mal treffen. Jetzt ist auch zum Beispiel eine witzige Geschichte, die so viel über die Wall Street aussagt. Das Twitter-Board, also die Führung von Twitter, hat ja das, hat Goldman Sachs hier angeheuert, um eben praktisch ja, sich selbst zu verkaufen. Und Goldman Sachs hat dann gesagt, ja, also die von Elon Musk angebotenen 54,2 Dollar für eine Twitter-Aktie seien viel zu niedrig. Sagt Goldman Sachs also. Goldman Sachs selbst allerdings hat ein Sell-Rating, also eine Verkaufsempfehlung auf Twitter, nämlich die Aktie von Twitter, mit einem Kursziel von 30 Dollar. Also das bringt so die ganzen Verstrickungen mustergültig auf den Punkt. Und dann haben wir ja noch unsere Madame Katastrophal Lagarde, die heute gesagt hat, einmal mehr, ja, wir sind ja so unglaublich datenabhängig. Die gute Christine war im Homeoffice wegen der Corona. Und hat dann gesagt, wir sind so datenabhängig, dass wir bei einer Inflation von 8% in der Eurozone, knapp 8%, die Zinsen unbedingt bei Null belassen müssen, so datenabhängig sind wir. Hier sehen wir mal die Inflation unten. Und dann gab es doch eine Meldung von Insidern, die sagen, ja, es würde sich ein Konsens bilden, so langsam, dass man vielleicht im dritten Quartal die Zinsen einmal um 0,25% anheben werde. Was natürlich dann diese 8%ige Inflation in der Eurozone sofort in sich zusammenfallen lassen würde. Also wenn die Inflation das sieht, ja, dass die EZB 0,25% anhebt, dann ist aber richtig was los. Hier ein Kommentator bei uns, der geschrieben hat, hier sehen wir die unglückliche Madame mit der Corona im Homeoffice. Wir schreiben das Jahr 2023, so der Kommentar. In Europa grassiert eine galoppierende Inflation von 1000%. Die EZB ist sich ihres einzigen Mandates der Preisstabilität bewusst und nutzt alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel, um die Inflation auf ihr Ziel von um und bei 2% zu senken. Daher beschließt die EZB bald die Anleihekaufprogramme im Rahmen des Green Deals bis 2030 zu beenden und den Leitzins drastisch und unmittelbar auf 0,25% zu erhöhen. Und dann sofort hat man die Kontrolle wieder über die Inflation. Das ist gar keine Frage. Also die Madame, die hat es richtig drauf. Was die Madame auch gesagt hat heute, Inflationsrisiken deutlich aufwärts gerichtet, Wachstumsrisiken
Perspektiven deutlich nach unten gerichtet. Wenn wir das Ganze mal zusammennehmen, dann könnte das ja auch bedeuten Stagflation. Faktisch hat sie also gesagt, wir laufen in eine Stagflation. Und interessant ist, dass Monsieur Trichet, ein Vorvorgänger von ihr, der Vorgänger von Mario Draghi, der wiederum der Vorgänger von Madame Lagarde ist, der hatte ja schon mal in eine beginnende Rezession die Zinsen angehoben. Dann kam Super Mario, hat gesagt, Kinder, ich mache keine Zinsanhebung mehr. I do whatever it takes to preserve the euro and believe me, it will be enough. Die Drohung an die böse Finanzwelt, spekuliert nicht gegen den Euro und bums, alle waren glücklich, die Märkte nach oben, der Euro nach oben. Es war reinste Zufriedenheit, man druckte Geld und Geld und eine Inflation kam nicht und war nicht gesehen, alles war gut, aber dann kam plötzlich die Inflation. Und mit der ist jetzt die Madame konfrontiert. Der Euro hat das nicht so toll gefunden, was Lagarde gesagt hat. Ist unter die 1,08er Marke gefallen. Hat jetzt insgesamt 10% verloren zum Dollar. Während der Rubel nur 8% verloren hat. Ja, jetzt muss man mal die Frage stellen, was ist besser? Der Euro oder der Rubel? Na, müssen wir vielleicht jetzt am langen Osterwochenende mal drüber nachdenken. Ne? Was ist da besser? Na, ich bin da noch nicht sicher, sondern sage erst einmal, wir sollten die EZB abschaffen and the ECB, weil diese Institution nicht fähig ist, dieses Problem einer galoppierenden Inflation in den Griff zu kriegen. Jetzt kommen wir mal zur Inflation in den USA, auch sehr interessante Entwicklungen. Heute gab es das US-Verbrauchervertrauen Michigan und da war es so, dass dieses Vertrauen besser ausgefallen ist. Aber warum? Weil die Leute erwarten, dass ihre Löhne deutlich steigen in nächster Zukunft. Das heißt, da ist schon diese Lohnpreisspirale voll im Gange. Darauf haben sofort, wie Sie hier sehen, die Anleiherenditen agiert und reagiert. Das Veröffentlichung war ja 16 Uhr. Bums, ging es mit den Anleiherenditen nach oben. Jetzt die 10-jährige US-Staatsanleihe bei 2,8%. Die Mortgage Rates, die durchschnittlichen Mortgage Rates, also Hypothekenzinsen, haben es erste Mal seit 2011 die 5%-Marke erreicht. Auch die 3-jährige Anleiherendite deutlich gestiegen. Dann kamen noch die Import- und Exportpreise deutlich über der Erwartung. Das ist der höchste Wert seit vielen, vielen Jahren gewesen. Bei diesen Zahlen aus den USA in Sachen Import-Export, dann Äußerungen von Williams, der gesagt hat, ja, also die praktisch die Zins, so wie wir die Zinspolitik machen, das ist dann mehr oder weniger so, wie die Wirtschaft läuft, gell? Aber die Wirtschaft läuft ja absolut bombig. Oder jetzt schauen wir uns mal in Sachen Inflation das an, was so der Fall ist. Da haben wir persönliche Einkommen, da haben wir die verschiedenen Indizes und wir sehen, das, was am stärksten gestiegen sind, das sind die Inflation und die Aktienmärkte. Also die haben eine gewisse Ähnlichkeit. Wenn die Inflation steigt, dann profitieren vor allem eben die Vermögenspreisassets. Jetzt ist mir da was runtergefallen. Vorsicht, das ist meine Fernbedienung. Jetzt muss ich gleich wieder, da bin ich wieder. Okay, ist mir noch nie passiert, aber ist wie es ist. Jedenfalls, da sehen wir diesen klaren Zusammenhang zwischen eben der Fed-Politik und der Vermögenspreisinflation. Und wenn wir die Inflation uns jetzt mal anschauen und das mit den Aktienmärkten abgleichen, sehen wir, dass die Dividendenrendite beim S&P 500 jetzt auf minus 7,2% gefallen ist. That is the most negative ever in history. Also gab es noch nie. Mithin bedeutet das also, wenn sich diese Aktien jetzt nicht bewegen würden, theoretischer, illusorischer Fall, sondern nur Dividende auszahlen, dann würde diese Inflation die Dividende so massiv auffressen, dass die Leute trotzdem 7,2% verlieren würden. Und das alles ist auch ein Problem für Joe Biden, der jetzt sich massiv fallenden Zustimmungsraten entgegensieht. 38% sind nur mit seiner Politik zufrieden. Der fünfte Rückgang in Folge, 47% der Amerikaner sagen, ja, die Wirtschaft ist nicht in einem guten Zustand, das ist der höchste Wert seit 2012. Und warum sind die Leute nicht zufrieden? Schauen wir mal hier die Top-Issues an, die Top-Probleme an, da sehen wir Cost of Living, 48%, dann Ukraine-Krieg. Also Lebenshaltungskosten, Teuerung, Inflation ist das mit Abstand größte Problem, das die Amerikaner derzeit sehen. Und solange er das nicht in den Griff kriegt, hat er ein Problem, deswegen hat er dem Jerome Powell gesagt, also krieg mir die Inflation nach unten, sonst hast du ein Problem. Und wie stark diese Inflation auch die Konjunkturdaten eigentlich
wie soll man sagen, vernebelt. Und das sahen wir bei den heutigen Einzelhandelsumsätzen, die um und bei in der Erwartung ausgefallen waren. Aber wenn wir jetzt mal gucken, von November bis März, also die letzten Monate, sind zwar durchschnittlich pro Monat die Einzelhandelsumsätze um 0,9% gestiegen. Würden wir aber das mit der Inflation abgleichen, also die Inflation abziehen, dann sind die Einzelhandelsumsätze pro Monat um 0,4% gefallen. Also nur weil die Preise gestiegen sind, sind die Umsätze nach oben gegangen. Und das zeigt schon, wo der Hase da läuft, warum das so ein riesiges Problem ist. Und dann sagte Jim Bianco zu Recht, also wir leben jetzt in einer anderen Welt ein Stück weit. Wir leben in einem inflationären Regime und diese 2% Inflationsziel der Fed, das wird nur erreicht, wenn wir eine saftige Rezession haben. Dazu kommt, dass 160 Millionen Leute jetzt völlig anders arbeiten seit Corona. Die arbeiten teilweise verstärkt im Homeoffice und das sorgt für eine Güterinflation, die du nicht so schnell in den Griff kriegst. Die Märkte heute, naja, der Nasdaq schwach, andere Indizes in den USA besser. Wir sehen aber extremen Pessimismus bei den US-Privatanlegern. Nur noch 15%, 15,8% sind bullisch, dagegen fast die Hälfte bärisch. Und heute verfallen noch 2 Billionen an Optionen. Heute ist kleiner Verfall an Optionen und Derivaten. Jetzt schauen wir uns hier nochmal diese Anlegerstimmung an. 15,8% Bullen, das ist der niedrigste Wert seit September 1992. Muss man sich mal vorstellen, das ist fast schon kontraindikatorisch bullisch. Aber technisch stehen die Märkte dennoch irgendwie angeschlagen aus. Und abschließend, meine Damen und Herren, bevor ich Sie in das lange Wochenende entlasse und wir uns per YouTube oder wo auch immer Sie mich hier gucken, am Dienstag wiedersehen, also nicht am Montag, wo dann die US-Börse auf hat, da will ich Ihnen noch 2 Artikel an die Hand geben, nämlich über das riskante Zögern der EZB. Die Inflation ist gekommen, um zu bleiben. Dieser Top-Experte, der hier befragt wird, das ist unser nächster Gast bei Boom und Bust. Das nur mal vorab gesagt. Und dann die EZB bleibt kaltschnäuzig auf Inflationskurs. Das bringt, beide Artikel bringen das auf den Punkt, was der Fall ist. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Ebenso schauen Sie mal rein am langen Wochenende bei finanzmarktwelt.de. Da werden wir, so wie es aussieht, noch einige spannende Artikel bringen. Aber jetzt erstmal diese 2 Artikel zu Gemüte führen. Ich sage Servus und ciao, schöne Ostertage. Bleiben Sie gesund und wir sehen uns dann am Dienstag. Servus.